Yo, yo, meine Freunde, willkommen zu einer neuen Mitrope ungeplanten Games-Format oder zu einer neuen Format-Sache oder zu einem neuen Format-Projekt. Ich bin wirklich mal geil und jetzt geht's weiter. Wir spielen heute Domain Story of Seasons. Dieses Spiel ist schon wieder seit einem Jahr alt und ich möchte es euch heute nochmal gerne vorstellen, weil ich werde dieses Spiel leider nicht mehr bald haben, weil ich es verkaufen werde. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich es heute in meiner Mitrope ungeplanten Games Serie nochmal hier richtig schön erleben können mit euch und dass ich euch nochmal hier einmal ein kleines Fazit nochmal irgendwie ausdenken können oder dass ich einfach mir ein kleines Fazit auch einfach nochmal so überleben kann, wie ich einfach das Spiel finde, weil ich habe noch keine richtige Meinung, wie ich das Spiel so genau finde. Ich finde es cool, aber ob ich es cool finde oder ob ich es eher in schlechtere, also ob ich es eher in schlechteste oder in die schlechtesten Harvest Mode oder auch in den Taurus-Ossilien-Teil reinstecke, das weiß ich wie gesagt nicht. Weil ich habe gerne die zwei, drei DS-Teile von Taurus-Ossilien gespielt, nämlich erstens das ganz normale, klassische erste Taurus-Ossilien und dann einmal Taurus-Ossilien, das nochmal, Tönetown, ach egal. Ich habe vergessen, wie der zweite Teil heißt von Taurus-Ossilien, aber 3 DS, aber ist egal, der hat auf jeden Fall so einen speziellen Namen. Und das ist, glaube ich, das kann man auf jeden Fall als dritten Teil hier bezeichnen, da bin ich gerade dumm, ich weiß gar nicht. Es kann auch sein, dass es noch mehr drei ist. Kann auch sein, dass es noch mehr Teile gibt in dem Spiel, aber ist egal, so wie auch immer. Ich freue mich drauf heute, ich habe das Spiel wirklich sehr, sehr gerne gespielt. Ich habe es nicht so viel gespielt, ich habe es, glaube ich, echt nur 50 Stunden lang gespielt. Das ist echt wenig für ein Jahr. Für ein Jahr habe ich es erst 50 Stunden gespielt, aber ist schon echt wenig. Naja, gut. Wir machen trotzdem weiter, ich freue mich trotzdem drauf heute mal ein bisschen hier reinzugucken. Also, let's go beginnen. Du musst den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung zustimmen, bevor du dieses Spiel spielen kannst. Alles klar, machen wir. Dann machen wir einfach erstmal weiter jetzt, zack, zack. Da würde ich sagen, stimme einfach mal zu. Ich bin wirklich jetzt mal gespannt, so wie das Spiel wird. Ich spiele einfach so eine Viertelstunde, denke ich mal, also mehr nicht, weil das Spiel hat wirklich eine sehr, sehr lastige Text, also eine sehr, sehr große Textgröße. Und am Anfang ist das Spiel wirklich sehr langsam. Es braucht wirklich ungefähr 1,5 Stunden bis 2 Stunden. Also bei mir war es zumindest so, dass das Spiel richtig anfängt. Also man wird halt wirklich erstmal richtig erklärt hier. Also man wird halt nicht so ins Spiel angeschmissen. Man wird einfach vorher noch ein bisschen mit Erklärung noch reingeschmissen, weil man quasi noch so viel Tutorial noch machen muss. Also das Tutorial auch wirklich sehr lange und das ist auch eines der größten Tutorial-Spiele, die am Anfang wirklich so lange gehen. Die gehen wirklich, das geht wirklich hier 1,5 Stunden lang oder eine Stunde lang. Das ist einfach heftig. Deswegen habe ich einfach gedacht, heute mache einfach ganz kurz zumindest eine Viertelstunde einfach Gameplay. Ich kann das nicht in die Stunde hier aufnehmen und dann dauert es 5 Jahre, aber ist egal, so wie auch immer. Ich bin wirklich geheilt, ich freue mich und ja, Doraemon kennt ihr vielleicht, das sind so japanische Figuren, habe ich glaube ich gehört, heißen die. Und die sind wirklich sehr, sehr beliebt und deswegen wurde auch das Spiel so, deswegen wurde halt Story of Seasons in so einer Doraemon-Form von Japan halt irgendwie so entwickelt. Aber trotzdem kam das Spiel auch hier raus, finde ich ganz cool, aber ist egal. Hey Doraemon! Also sie ist übrigens Subita und das ist Doraemon, das ist unser Freund. Also Doraemon, es gibt auch mehrere Doraemons, also ich glaube, das ist nicht der einzige, aber ist gut. Aber ist egal. Also ich glaube, wir sind Menschen, also wir sind auch so japanische Menschen, würde ich sagen, aber es gibt so Tiere oder so verschiedene knuffige Tiere, die heißen halt Doraemons, kann man sagen. Ja, genau. Also es unterscheidet sich schon sehr, sehr, sehr dolle von anderen Story of Seasons Teilen oder auch Half Moon Teilen. Wir hatten auch immer was, immer Harvest Moon, wir hatten auch immer Story of Seasons, vielleicht auch so im Middleton gehabt, oder auch mal gespielt. Und das ist halt einfach eine andere Erfahrung, aber ist egal. Was gibt's, Trumpel? Hier kann ich schlafen. Bis die Schafe heimkehren, bleiben wir doch. Seid nicht verrückt, wir sollten zurückkehren. Aber ich will noch etwas schlafen. Schlafen, wollte ich sagen, sorry. Nur noch ein bisschen. Ach, das spielt einfach cool. Ich muss auch sagen, ich habe mich wirklich sehr, sehr dolle ins Spiel reinbefunden. Es war halt schwer am Anfang halt zu verstehen, dass es einfach eine Depri, auch eine sehr, sehr komplizierte, aber auch wirklich eine sehr, sehr einzigartige Story ist. Also hat echt eine gute Story, aber auch eine sehr, sehr schwer verstehende Story leider. Ich muss wirklich auch aufpassen, was ich sage und was ich auch überhaupt auch viel vorlese, weil ich muss aber auch selber mal verstehen, weil ich habe vergessen, wie die Story immer funktioniert, obwohl ich gestern noch das Spiel gespielt habe, aber ich habe es halt noch. Ich hab's ein bisschen in mich, aber ist egal. Trotzdem bin ich wirklich nicht sehr viel weiterkommen in dem Spiel, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich einfach zu wenig gespielt habe. 15 Stunden ist ja nicht ausschlaggebend, dass man jetzt sagen kann, das Spiel wäre geil oder nicht so gut. Aber ich glaube, wenn ich jetzt nochmal mich ein bisschen mehr konzentrieren würde, dann würde ich glaube auch, weil auch einfach mal irgendwie fühlen, dass es auch einfach ein cooles Spiel ist, dass es auch einfach ein gutes Spiel ist oder ein eher schlechtes Game. Aber gut, nur noch ein bisschen.
Na gut, wenn du meinst, dann machen wir einfach mal ein Nickerchen. Oder machen wir mal ein kleines bisschen Nickerchen. Ist ja auch nicht schlimm. Also muss sagen, die Musik, also ich glaube, ich habe es auch schon mal früher gesagt, also als ich früher das Spiel aufgenommen habe, habe ich, glaube ich, mal gesagt, dass das Spiel auch so ein bisschen, also diese Musik hat sowas von, der ist sowas von irgendwie, sowas von Yokai Watch irgendwie, finde ich. Also, der ist sowas von irgendwas, der hat davon irgendwas abgemacht. Der hat irgendwas davon irgendwie kopiert. Also ich muss sagen, das Spiel hat so ein bisschen was von Yokai Watch irgendwie so nachgefunden. So ein bisschen irgendwie, so ein bisschen kopiert, so ein bisschen halt irgendwie abgeguckt, so ein bisschen irgendwie das nachgeahmt. Aber ich glaube, man kann es trotzdem erkennen, also diese Musik, die so ein bisschen so wie Yokai Watch halt, so ein bisschen. Diese Yokai Watch Musik geht auch in so friedliche, aber auch in so einer kindlichen Stimmung. Also zumindest sieht es für mich so ein bisschen danach aus, dass es halt so ein bisschen in die Richtung Yokai Watch geht. Naja, ist ja egal. So, nur noch 10 Minuten. Ja, und so viel werde ich auch noch aufnehmen, aber ist egal. Naja, ich glaube, ich hätte noch 10 Minuten Zeit. Ich glaube schon. Hoch, ich bin wohl angelegt, als ich an mein Sommerprojekt dachte. Okay, ja, ich glaube, das ist halt scheiße. Wenn man anders arbeitet, dann hat man leider verschlafen, aber gut. Zum Glück hat Mama es nicht erfahren. Okay. Es muss mir was einfallen. Ja, ich merke schon. Das ist echt interessant hier. Sehr gut. Du bist wach, es ist ein Wunder. Warum siehst du so ein Gesicht? Na, ich weiß auch nicht warum. Ich glaube, es liegt einfach an meinem Sommerprojekt, was ich vielleicht gemacht habe. Und das hatte ich vielleicht vergessen, bevor ich schlafen gegangen bin, noch falsch zu stellen. Naja, habe ich nicht geschafft. Na, egal. Mache ich nicht. Ich denke nur intensiv über etwas nach. Genau, also er denkt gerade über das intensiv nach. Und er ist gerade ein bisschen holt, weil er halt das vergessen hat. Vor dem Schlafen zu machen, aber ist ja egal. Dann hast du gerade einen kompletten Aussitzer. Was? Ich habe mir eine tolle Idee für das Sommerprojekt überlegt. Und das heißt nicht, dass ich schlechte Laune habe, okay? Alles gut. Holla, entschuldige, Kumpel. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, ist echt unhöflich von dir. Wie unhöflich, Alter. Ja, ich weiß. Ja, schon, okay. Ich gebe Zermata. Nicht Zermata. Also nicht Zermata wie ein Pokémon. Entschuldige, dieses Hash-Pokémon. Dieses epische Hash-Pokémon, was jeder total abfeiert. Ich würde zumindest auch sagen, dass ich es geil finde und auch richtig hot finde. Ich glaube, der andere nennt es, glaube ich, Zermenta und der andere Zermenta. Ich glaube, Zermenta. Nee, Zermenta. Ich habe vergessen, wie die heißen, ist egal. Hat nur auf jeden Fall was. Also, ich muss sagen, Zermata. Ich glaube, Zermata klingt ein bisschen irgendwie nach Zermenta. Ach, egal. Hat nur sowas. Hat halt nur was davon, würde ich sagen, aber hat halt wirklich nur eine kleine Anerkennung davon. Also ich muss sagen, ich überlebe einfach was da, muss ich schon sagen. Dass es auch so ein bisschen auch danach auch erkenntlich für einen sein kann. Also es muss auf jeden Fall erkenntlich sein, dass man es auch verstehen kann. Aber ich muss sagen, davor hat trotzdem ein bisschen was auf jeden Fall. Also hat auf jeden Fall was von den Pokémon. Hat auf jeden Fall was von den zwei Pokémon, muss ich sagen. Und obwohl es halt Zermatt ist, glaube ich, ein Wort, das man nicht so nennt, ne, in Deutsch. Ich glaube nicht. Egal, dein Hirn und denk dir was Tolles aus. Okay. Ja, okay, alles klar, sehr schlimm. Bei ihm klingt es, als wäre ich kein bisschen kreativ. Okay, ja, also eigentlich bin ich sehr kreativ, aber gut. Na gut, ist ja nicht schlimm. Oh, Scheiße, alles gut, ist nicht schlimm, alles gut. Mir ist gerade, ich habe, glaube ich, ja, gerade wieder Scheiße gebaut, aber ist egal. Ach, mir fällt absolut nichts ein. Vielleicht hilft ein Dicker schon. Dieser Ort in meinem Traum war sehr entspannt. Da will ich hin. Oh, das glaube ich. Ach, das ist unsere Mutter. Ach, wie cool das wird gemacht, Alter. Richtig cool, Alter. Und da holt es auch unsere Mutter ab und die will bestimmt irgendwas von uns. Glaube ich schon. Die will es bestimmt mal beobachten, weil wir hätten es auch mitbekommen, dass wir unser Sommerprojekt nicht fertig gemacht haben. Das wäre halt scheiße. Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Ja, weiß ich auch nicht. Ich wollte zwar mal, aber ich habe vergessen, dann bin ich leider verschlafen, aber ich bin dann leider eingeschlafen. Nobita, Erde an Nobita. Ja. Genug geschlaudert, geschlafen. Du musst Hausaufgaben machen. Ach, Scheiße, ey. Ich wollte sie gerade machen. Keine Ausreden, junger Mann.
Das sind doch keine Ausreden, das ist ganz einfach eine Tatsache, was er gerade machen wollte. Er wollte einfach gerade die Hausaufgaben machen. Und was ist daran so schlimm, wenn man einfach jetzt sagt, ich mache sie gerade oder wollte vielleicht liegen und einfach so tun, als er sie macht? Ich glaube nicht, meine Freunde. Keine Ausreden, Junge, ja. Na gut, okay, ich muss nur das beste Sommerprojekt überhaupt machen. Ich muss es auch finden, ich muss es aber auch machen. Oh mein Gott, jetzt gibt's doch mehr Streit, Alter. Nobita! Ach du Scheiße, ey. Ich muss sagen, ist echt eine geile Story. Ich muss sagen, echt geil gemacht. Auch geil konzeptiert. Konzeptiert. Das ist ja ein ganz schön hohes Ziel. Und was jetzt? Was ist das? Das sieht aus wie ein, das sieht aus so, das ist ein bisschen aus wie eine Same oder so ein bisschen wie ein Samenkorn, würde ich sagen, doch. Also, so ein bisschen wie eine Pflanze oder so ein bisschen wie eine Nuss. Und die Nuss, die wächst irgendwie da unten oder die wächst halt irgendwie bestimmt unter die Erde, wenn man die einfach einpflanzt, denke ich mal, doch. Aber warum kann man die einfach nicht finden oder warum ist sie einfach auf, warum liegt die auch einfach auf der Erde? Ich verstehe es nicht, warum liegt die nicht über die Erde einfach oben drauf? Vielleicht hat es auch einer rausgebuddelt, kann auch sein, ich kann mir auch zumindest nicht erklären, aber gut. Hab noch nie so einen Spielsachen gesehen. Es ist eine neue Art. Ich hab's, ich werde diesen Samen für mein Projekt anpflanzen. Nobita, oh hey, Duramen. Ja, was ist los mit dir, meine Güte? Ich würde sagen, okay, geil gemacht, boah. Geil Katzin, wie gesagt, ich bin so ruhig, meine Freunde, viel Spaß. Ist echt egal, sorry, auch ein geil Katzin, muss ich sagen. Ach, toll. Auch die Musik so cool einfach. Schon ein bisschen süß, doch. Okay. Und dann stelle ich alle unter den Baum, Alter. Und dann bist du doch, Alter, die Musik so, diese Quitsch, Alter, die ist einfach so grimmig und so gut gemacht einfach und die passt auch noch perfekt da rein. Und es klingt alles so, dass die irgendwie leiden würden. Aber nee, guck mal, was ist das denn jetzt hier? What the fuck? Alter, richtige Freunde, würde ich sagen. Und, okay, ich muss sagen, geile Story, ich muss schon sagen, doch. Und das Doraemon. Nein! Warum hat er da alles fallen lassen? Der hat das mit Absicht gemacht. Hab ich gerade gesehen? Oder hat. Nee. Das hat er nicht mit Absicht gemacht. Hab ich gerade gesehen, als er gerade. Dass halt gerade aus Russland was rausgefallen ist. Hab ich gerade gesehen. Das sah, glaube ich, ein bisschen. Das sah ein bisschen gefährlich aus, was er gemacht hat. Das hat quasi. Die ganzen Sachen. Ich glaube, jetzt sind die Sachen so kaputt, aber egal. Ja, es hat leider keine Sache mehr, oder? Ich glaube, ich weiß auch nicht mehr. Also, hat es gesehen, dass da Sachen rausgefallen sind? Ich weiß nicht. Also, vielleicht wisst ihr es ja noch. Doraemon ist ein spezieller Typ, der kann 1000 machen, Milliarden Sachen reintun. Er kann 1000 Milliarden Sachen reintun in das Spiel. Würde ich schon sagen, doch. Aber irgendwie ist es nicht ernst gemeint. Ich glaube, der hat nur so viel Platz, weil er einfach an großen Hose auch dabei hat, aber egal. Junge, ich müsste mich jemanden hinter den Ohren kratzen. Das haben schon die Affen gemacht. Ich glaube, das haben schon die Affen gemacht. Und die Affen, die würden uns vielleicht auch helfen. Ich weiß nicht, ob die uns böse sind oder ob die uns auch irgendwie nerven wollen oder ob die uns auch überhaupt nur stören wollen. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, das sieht ein bisschen danach aus, dass sie uns helfen wollen, die Affen, oder dass die Affen uns auch vielleicht was klauen möchten. Das kann auch sein, so ein bisschen wie Raben vielleicht. Es gibt ja auch so einen Park, wo man auch manchmal Raben sieht oder so Tauben sieht. Ich glaube, Raben machen es lieber als Tauben. Raben, die glauben meistens mal so gerne Schätze oder Juwelen. Ja, ist gemein. Auf die muss man echt besonders aufpassen, meine Freunde. Aber gut. Hey, warte! Ja, haut ab, Alter. Haut nicht ab, bitte. Okay. Alles klar. Au, das tut weh. Auf jeden Fall. Leider tut's weh. Ja, tut mir leid, echt. Tut mir sehr leid, auf jeden Fall. Naja, da kann man nichts machen, ne? Ist einfach so doll auf den Boden gefallen. Naja. Hey, alles in Ordnung? Kaum. Dieser Sturm war unglaublich. Definitiv der verrückteste, den ich je erlebt habe.
Anscheinend hat er uns alle mitgenommen. Ja, und warum hat er uns dann alle mitgenommen? Weil er vielleicht diesen Samen da eingepflanzt haben. Das kann ich mir nur darunter erklären. Ja. Nur noch 10 Minuten. Noch mehr 10 Minuten. Nee, jetzt ist schon vorbei. Jetzt müssen wir leider aufhören, meine Freunde. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Nein, Spaß, wir machen noch weiter. Aber nur noch ein paar Sekunden, okay? Also. Er hat vor 10 Minuten in die 6 auch schon gesagt, 10 Minuten. Jetzt muss er nicht nochmal sagen, dass ich nochmal 10 Minuten länger aufnehmen soll, weil ich mache es ja halt gerne, aber ich habe einfach keine Zeit mehr leider. So viel aufzunehmen für heute, aber gut. Wo sind wir denn? Gute Frage, weiß ich gar nicht genau, aber gut. Anscheinend hat uns der Wind hier gebracht. Okay, ich denke mal, meine Freunde, jetzt ist es soweit. Wir müssen eben die Folge beenden. Ich danke euch. Ich weiß, jetzt ist es gerade spannend, aber komm, ihr könnt auch bei anderen Disziplinen gucken oder vielleicht auch mal früher auf meinem Kanal, weil ich ja früher bei Mario of Zelda, glaube ich, auch ein Spiel gebracht, meine Freunde. Und das Spiel war auch richtig geil. Ich will euch mal ganz kurz noch eben mal meinen privaten Spielstand zeigen. Also ganz, also ich meine, mein mit euch Let's Play spielt ja mal nicht. Also den privaten Spielstand, den ich halt nach dem Let's Play Stream dann noch alleine gespielt habe. Da möchte ich euch mal ganz kurz mal zeigen. Ich würde sagen, bis gleich. Dann sehen wir eben das Spiel, meine Freunde. Bis gleich. Ja, ich weiß, die Batterieleistung lässt nach, aber ist doch egal, mein. So, und da sind wir doch wieder. Ich habe tatsächlich nur hier auf der, also auf dieser, also auf diesem Spielstand habe ich leider nur 10 Stunden. Ich glaube, ich habe auf irgendeinem anderen Spielstand, wo ich glaube ich mal ohne euch gespielt habe, habe ich glaube ich mal privat angefangen. Aber aus Öl habe ich glaube ich irgendwie gar nicht. So, und da sind wir auch wieder. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ja, ich wollte euch mal ganz kurz meine Farm zeigen, die ich so also zum Teil mit euch, aber auch zum Teil mit ohne euch mal halt mal weitergepflegt habe oder halt weiter jetzt hier ja zum Schatten gebracht habe oder halt weiter jetzt hier gepflegt habe. Ich habe natürlich nicht jetzt hier regelmäßig das Spiel gespielt, aber wenn ich mal gespielt habe, habe ich das Spiel sehr geliebt. Und ja, es hat auch echt Spaß gehabt. Das Spiel war auch ganz schön geil, mein Freund. Ich muss auch sagen, es war ganz geil gemacht. Auch wenn es vielleicht nicht jedem gefallen hat, ich muss aber trotzdem sagen, es war richtig geil gemacht. Und ja, nochmal eben hier ganz kurz, ich hole euch nochmal eben ganz kurz mal hier die ganze Stadt zeigen, nochmal eben ganz kurz die Ortsteile. Danach beende ich aber auch eben die Folge, meine Freunde. Ich habe leider keine Tiere bekommen, ich hätte glaube ich gar nichts erreicht, ich hätte nur meine Pflanzen angepflanzt, mehr habe ich aber auch nicht gemacht. Wir sind gleich eben mal bei diesen Gemischwarenladen davor und dann bis gleich, ne, meine Freunde. Dann zeige ich mal euch noch eine ganz kurze mini kleine Rundführung und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Bis gleich, meine verehrten Damen und Herren. Bin wirklich mal gespannt, meine Freunde. Sehr gut. Eine kleine, ganz kleine Rundführung, meine Freunde. Ich glaube, hier ist auch der Gemischwarenladen, meine Freunde. Genau hier ist er. Ich glaube, er hat noch nicht auf, aber ist egal. Wir können trotzdem mal ein bisschen umgucken hier. Also vielleicht wisst ihr es noch, ich habe ja früher auch mal bei Mario Kart habe ich auch das Spiel sehr gerne gespielt. Ich habe es auch jetzt Play, wenn ihr mal. Wenn euch vielleicht interessieren wird, oder wenn ihr euch vielleicht auch darüber auch interessiert wird, ja, wie ich das Spiel so gespielt habe, oder wie ich halt früher in dem Spiel war, könnt ihr euch auch mal gerne das angucken. Ich sage einfach so Dankeschön, bis zum nächsten Mal, Dankeschön, und das war's mit heute mit Dora Man Star Wars Season. Also, tschüss, ciao.